Und wir können sie ausführlich in diesen Broschüren hier nachlesen, die ich nachher verteilen werde. So, nachdem Sie nun alle vorschriftsmäßig über die Geheimhaltungsbestimmungen belehrt sind. Zum 19. Mal. Einige von Ihnen sind sicher noch keine 10 Mal seit dem Vortest zum Projekt X93 belehrt worden. Für die ist dies also noch neu. Ja, die können Sie machen. Nur nachdem der Vorschrift Genüge getan ist, möchte ich dem Direktor des X93-Projektes das Wort übergeben. José Morton Barrera ist wohl für keinen der Anwesenden ein Unbekannter. Oh, bitte, Direktor. Meine Damen und Herren, nicht umsonst haben wir mit Ihnen einige der besten Wissenschaftler des zweiten Bündnisses auf den Gebieten der Systemanalyse, Modellplanung und anderer mathematisch-kybernetischer Richtungen eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. Wichtige Entscheidungen von globaler Auswirkung stehen in wenigen Jahren bevor und sie sollen diesmal von Anfang an auf einer exakten wissenschaftlichen Basis stehen. Dazu brauchen wir Ihre konzentrierte Mitarbeit. Über das genauere Ziel Ihres so sehr wichtigen Auftrags kann ich momentan keine Aussagen machen, weil hier die strengsten Geheimhaltungsmaßnahmen seit der Entwicklung der S-Bombe vor nunmehr 10 Jahren getroffen sind. Diejenigen von Ihnen, die sich zur Mitarbeit an X93 bereit finden, werden alles erst am Ort Ihres Einsatzes erfahren. Dies wird, so viel kann und muss ich Ihnen jetzt schon mitteilen, ein Wohn- und Arbeitskomplex in einem Tiefsee-Großboot sein, der fast völlig von der Außenwelt isoliert ist. Bekanntlich sind Tiefsee-Großboote in mehr als 6000 Meter Tiefe praktisch nicht mehr zu orten. Sie werden den Ort Ihres Aufenthalts ebenfalls nicht kennen. Ihnen wird eine Kommunikationsabteilung zur Verfügung stehen, die im Navigationsteil des Groß-U-Bootes untergebracht ist. Über Videotelefone und Datenkanäle werden Sie Anfragen an die Zentrale oder Ergebnisse Ihrer Arbeiten dorthin übermitteln können. Und von den Leuten der Kommunikation werden Ihnen über die gleichen Kanäle Nachrichten von der Zentrale zugeleitet. Heißt das denn, dass wir während der Arbeiten für das Projekt nur Bildschirme und Output-Einheiten von der übrigen Welt zu sehen bekommen werden? So ist es. Leider wird dies durch die strikte Geheimhaltung notwendig. Wie Sie sich denken können, ist in den 50 Jahren seit dem Atombombenprojekt USA nicht nur die Geheimhaltung, sondern auch das Ausspionieren neuer Vorhaben des Gegners ungeheuer perfektioniert. Ja, und wie steht es da mit der demokratischen Kontrolle durch Parlament und Öffentlichkeit? Ja, mein lieber Professor Feldmann, Sie haben doch oft genug für die Regierung gearbeitet, um zu wissen, dass im Stadium der Expertenarbeit Öffentlichkeit unnötig und hinderlich ist und dass diese Kontrolle auch später praktisch nur auf dem Papier steht. Aber unser Auftrag soll doch vom Büro für Fortschritt und kontrolliertes Wachstum kommen. Von einer rein zivilen Behörde. Ja, und der Bürger hat doch sicher ein Recht darauf, in jedem Fall. Die Rechte des Bürgers werden, das ist doch wohl klar, in keinem Bündnis so hochgehalten wie bei uns. Aber es gibt nun mal Analysen, Studien und Denkansätze, die die gesamte Infrastruktur unseres Bündnisses betreffen und daher keinerlei Öffentlichkeit vertragen. Und zwar, weil unsere Gegner dies sofort skrupellos aussetzen. Es ist nun mal so. Sie alle werden das selbst einsehen, wenn Sie über Aufgaben unterrichtet werden. Ja, wie lange soll das Ganze denn dauern? Ich meine, können wir uns vorher noch von unseren Angehörigen verabschieden? Ja, das war die erste Frage lässt sich nur ungenau beantworten, da Ihre Aufenthaltsdauer auch davon abhängt, wie schnell die Arbeiten vorangehen. Aber das kann ich Ihnen wohl zusichern. Länger als 6 bis 8 Monate wird das fürs Erste nicht sein. Dann wird, falls nötig, abgelöst. Und was Ihre Frau angeht, Professor Feldmann, und die übrigen Angehörigen, natürlich können Sie sich verabschieden und Ihnen alles sagen, was Sie hier gehört haben. Also nur Ihren Alpha-Angehörigen darf überhaupt etwas gesagt werden. Ja, danke, genau. Ja, ja. Nun kann es also losgehen. Bis 20 Uhr können Sie drüben die Unterlagen einsehen, dann nach Hause zu Ihren Alphas. Danke. In 3 Tagen sehen wir uns dann wieder beim Vorkolloquium. Wer jetzt schon ausscheiden möchte, bitte durch diese Tür, die übrigen bitte hier herüber in den Konferenzraum. So, sind jetzt alle fertig, Müller? Alle 18 Monitore zeigen die Leute ruhig in ihren Betten liegend. Okay, Mikrofon ein. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, für einige Zeit ist dies das letzte Mal, dass ich mit Ihnen direkt spreche, denn morgen früh geht es ja nun endgültig los.
Sie werden in 5800 Meter Tiefe durch eine Hochdruckschleuse übergesetzt. Dann sind Sie für mindestens ein halbes Jahr auf sich selbst gestellt. Nun, viel Glück. Es wird schon alles gut gehen. Die Nirvana ist ein sehr geräumiges und großzügig ausgestattetes Tiefsee-Groß-U-Boot. Sie wird Ihnen sicher eine gute Heimat auf Zeit sein. Übrigens erreichen wir die Nirvana noch heute Nacht. Das Übersetzen geht um 7 los. Sie werden rechtzeitig geweckt. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Sie hören gleich den Hintergrundrhythmus für Ihr autogenes Einschlafen. Gute Nacht allerseits. Schlafen Sie gut. Autogener Einschlafton ein. Klappt ja prima. Es geht eben nichts über ein gutes Vortraining. Was sagen die Physioanzeiger? Alle schlafen wie die Murmeltiere. Na, dann wollen wir mal. Die OPs sind auch klar. Narkofem ein und nach einer halben Minute das Signal für die Anästhesisten. Gordon, was machen Sie denn so früh hier? Schon vor dem Frühstück? Aber was machen Sie denn für ein Gesicht? Was hat Ihnen diese schlaflose Nacht bereitet? Sie haben doch nicht geschlafen, stimmt's? Natascha, wir kennen uns seit 5 Jahren. Was würden Sie über meine psychische Stabilität sagen? Bin ich leicht verrückt zu machen? Ich meine, aus dem Gleichgewicht zu bringen oder... Bin ich ein Phantast? Moment mal, Sie kommen doch nicht zu mir, kaum dass ich aufgestanden bin und mit einem so besorgten Gesicht, um von mir zu hören. Der Gordon Feldman, das ist ein prima Kollege, ruhig, sachlich, pragmatisch und doch schöpferischer ideenfähig. Das ist es doch, also, Natascha. Sie wissen, ich habe Vertrauen zu Ihnen, aber das ist einfach... Was ist los? Sie kennen mein Hobby. Natürlich. Sie befassen sich mit Kristallographie und Sie züchten auch selber kleine Kristalle in allen möglichen Farben und Formen. Schöne Dinge. Wieso fragen Sie? Sie haben daraus nie ein Geheimnis gemacht. Nein, natürlich. Aber sehen Sie, als Hobbykristalloge sehe ich nun mal manche Dinge mit anderen Augen an. Da ist zum Beispiel das Salz. Salz? Sie meinen Natriumchlorid, normales Kochsalz. Das ist das einzige Salz hier, aber... Natriumchlorid. Kochsalz, das im Salzfässchen auf den Esstabletts, genau. Es kristallisiert völlig falsch. Und dann habe ich mir den Zucker angesehen. Und ich sage Ihnen, Natascha, dass alle Substanzen hier in unserem U-Boot nicht so kristallisieren, wie sie es normalerweise tun. Genau gesagt, sie kristallisieren alle gleich. Alle in einer Tetragonalstruktur. Und? Sie haben dafür keine Erklärung? Vielleicht... Hat es etwas mit unserer Atemluft oder Feuchtigkeit oder... Unmöglich, Natascha. Ich sage Ihnen doch, das ist ein Naturgesetz. Dieser oder jener Kristall kann gar nicht anders als so und so wachsen, weil die Atomgruppen, aus denen er sich zusammensetzt, sich nur in einer ganz bestimmten Weise aneinander fügen können. Und gerade das tun sie hier eben nicht. Ich habe es genau untersucht. Sie sind Kristalloge. Wenn auch nur ein Amateur, aber Sie müssen es sicher wissen. Und? Sie haben doch ganz bestimmt schon eine... Ja, bevor ich Ihnen meine Hypothese vortrage und Sie mich für übergeschnappt erklären, möchte ich Ihnen einige andere Kleinigkeiten schildern, die ich
nach diesen Kristallexperimenten ausprobiert habe. Wissen Sie, wie eine Seifenblase aussieht? Eine... Ja, natürlich. Wieso? Nun sagen Sie bloß noch, hier an Bord gibt es nur tetraederförmige Seifenblasen. Ich merke schon, Sie werden mich auslachen. Natürlich gibt es keine Tetraeder, sondern Kugeln, verformt durch Luftzug, Schwerkraft und so weiter. Aber wissen Sie, warum eine Seifenblase schillert, wenn man sie in mehrfarbigem Licht, zum Beispiel in der Sonne, betrachtet? Das hat irgendwas mit Newtonschen Ringen zu tun, oder? Ja, stimmt. Es handelt sich um Überlagerungen, Interferenzen der Lichtwellen, die einmal von der Außenfläche, das andere Mal von der Innenseite der Wasserhülle reflektiert werden. Dabei verstärken sich einige Farben, andere löschen sich aus. Das geht deshalb, weil weißes Licht aus vielen verschiedenen langen Wellen besteht. Schön. Und was ist nun mit den Seifenblasen? Sie schillern nicht. Und ich konnte auch keine Lichtbeugung an feinen Spalten feststellen. Auch einige weitere Mini-Versuche funktionieren nicht so, wie sie es nach den gesicherten Regeln der Physik eigentlich müssten. Wir sind hier in einer recht künstlichen Umgebung. In einem Tiefseewohnkomplex irgendwo mehr als 6 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Das heißt... In der Tiefsee gelten doch, genau wie auf dem Mars oder im Andromeda-Nebel, die gleichen Naturgesetze. Ja, um Gottes Willen, was meinen Sie denn aus Ihren Schulversuchen schließen zu können? Sind wir denn hier nicht mehr in unserem alten Universum? Sind wir Ihrer Meinung nach vielleicht im Jenseits? So sagen Sie was. Nach ersten Ergebnissen der Untersuchungskommission soll die Unfallursache ein Leck in einem Kühlgasbehälter des Ausbildungszentrums sein. Das Kühlgas sei nur deshalb tödlich gewesen, weil es in großen Mengen durch die Ventilationsanlage in die Zimmer der Wissenschaftler gedrungen sei. Diese seien im Schlaf von der Katastrophe überrascht worden und an Sauerstoffmangel rasch und ohne Schmerzen gestorben. Nur einige Teilnehmer der Konferenz, die sich im Obergeschoss des Gebäudes aufhielten, wurden noch rechtzeitig gewarnt und überlebten den Unfall. Darunter auch Forschungsdirektor Morten Barrera und sein Mitarbeiter Dr. Ernesto Müller. Hier nahmen die Angehörigen Abschied von den Toten. Neben einer Reihe von führenden Beamten der Ministerien waren auch viele prominente Wissenschaftler erschienen, um ihren Kollegen die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem Staatsakt wurden die 18 Forscher eingeäschert und in ihre Heimatorte überführt, wo sie im Familienkreis beigesetzt wurden. Das Bündnispräsidium hat für 3 Tage Staatstrauer angeordnet. Ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt meine letzte Frage gestellt haben werde, dann brauche ich Ihnen meine Hypothese gar nicht mehr zu erklären. Natascha, Sie verstehen doch als Kybernetikerin auch eine Menge von Neurologie. Ja, ich war 2 Jahre bei Professor Rankovic am Sibirischen Neurokybernetischen Institut. Wir haben uns da viel mit Hirnforschung beschäftigt. Aber ich verstehe auch nach dieser Frage noch nicht... Ist es möglich? Theoretisch meine ich... ein vollständiges Computermodell eines menschlichen Gehirns aufzubauen. Tja, wir wüssten wohl nicht genug über die genaue Struktur eines Gehirns. Ja, man müsste es eben bis ins Detail analysieren. Alle Neuronen, Verbindungen und Synapsen, auch die chemischen Gedächtnisinhalte. Wenn man so etwas machen könnte, nun, na, dann könnte man tatsächlich ein komplettes Gehirn auf einem Computer simulieren. Man hätte ein voll funktionsfähiges, elektronisches Hirnmodell. Im Simulator lebte dann sozusagen ein Geist mit allen Gefühlen, Eigenschaften und Erinnerungen des analysierten Menschen, also des biologischen Originals. Ja, das würde wohl so sein. Allerdings müsste für ihn dann auf jeden Fall noch ein künstlicher Körper konstruiert werden, mit künstlichen Muskeln, Bewegungs- und Sinnesorganen. Aha. Sie meinen, um dem simulierten Gehirn Wahrnehmungen zuzuführen und ihm Sprache und Körperbewegungen zu ermöglichen? Natürlich. Ein isoliertes Gehirn wird, ja, das wird sehr schnell verrückt. Das weiß man spätestens seit den Versuchen, die White in Cleveland schon ab 1961 durchgeführt hat. Zuerst an Rhesusaffen.
Aber hat das simulierte Gehirn einen Körper? Dann wird sich so ein... Ja, so eine Menschenkopie wahrscheinlich recht normal fühlen und benehmen. Tja, wenn... Falls eine solche Analyse überhaupt möglich wäre, ohne das Original, das Gehirn zu zerstören. Was hat das alles eigentlich mit Ihren Versuchsergebnissen zu tun? Die Sache mit dem künstlichen Körper nichts. Denn so ein simuliertes Gehirn brauchte überhaupt keinen realen Körper. Um meine Erklärung unserer Lage zu verstehen, ist das sehr wichtig. Wenn ein simuliertes Hirn mit einem zweiten Computer gekoppelt wird, der als Umweltsimulator programmiert ist und es mit Wahrnehmungen und Bewegungsmöglichkeiten versorgt, dann braucht es von der Simulation zunächst gar nichts zu merken. Ja, aber das ist mir noch nicht ganz klar. Wie soll denn das... Natascha, stellen Sie sich Folgendes vor. Zum Beispiel, Sie sehen ein Bild. Optische Sinneseindrücke. Sie, das heißt Ihr Gehirn, geben dann ein Kommando an Ihre Muskeln, den Kopf nach rechts zu drehen. Daraufhin verschiebt sich das Bild auf Ihrer Netzhaut entsprechend und Sie sehen jetzt einen anderen Ausschnitt. Ah, so, ich verstehe. Angenommen, ich bin simuliert. Dann gibt der Umweltsimulator zum Beispiel in das Sehzentrum meines Hirns Informationen, die einem Bild entsprechen. Mein Hirn gibt dann den Befehl Kopf nach rechts an den Umweltsimulator und der ändert einfach die optischen Informationen so, dass sie genau das richtige, jetzt entsprechend nach links verschobene Bild ergeben. Auf mich wirkt das, als hätte ich meinen Kopf wirklich nach rechts gedreht. Ja, da müssten dann natürlich noch weitere Details beachtet werden. Luftzug an der Nase, Gleichgewichtssinn und so weiter. Aber im Prinzip, bei entsprechend großem Aufwand... Halt. Mein Körper, den kann ich doch auch sehen. Der müsste ebenfalls simuliert werden, als Teil der Umwelt. Ja, Sie würden die Sinneseindrücke bekommen, die Ihrem Körper in seiner jeweiligen Stellung entsprechen. Eine irre Vorstellung. Aber überhaupt nicht. Solange der Simulator so programmiert ist, dass alles mit unserer gewohnten Realitätserfahrung übereinstimmt. Gut. Aber was hat das mit Ihren Ergebnissen zu tun? Wieso... Gorn. Meinen Sie etwa? Aber das ist doch Irrsinn. Also bin ich doch verrückt. Nein, Natascha. Es muss so sein. Wir Wissenschaftler, das ganze Tiefsee-U-Boot mit allem Drum und Dran, sind Strukturen in einem elektronischen Großcomputer. Wir sind simuliert. Das ist Ihre Hypothese. Eine perverse Vermutung. Gut, sagen wir, es ist eine Hypothese, aber es ist im Moment die einzige, die vieles erklären würde. Vergessen Sie meine physikalischen Versuche nicht, meine merkwürdigen Ergebnisse. Ja, aber das ist doch vielleicht eine... Eine Folge der Simulation. Keiner könnte heute oder auch in 30 Jahren eine Welt von einigen tausend Quadratmetern simulieren und in den Programmen die Feinstruktur der realen Welt genau nachbilden. Die Atome, Moleküle, die Wellennatur des Lichts und so weiter. Dass mir die ganze Sache überhaupt aufgefallen ist, lag doch nur daran, dass ich bei den Kristallen die Mikrostruktur der Materie durch deren regelmäßigen Aufbau bemerkbar macht. Ähnlich ist es mit den Lichtwellen bei der Sache mit den Seifenblasen. Ich habe natürlich Kontrollversuche gemacht. Fallgesetze, Trägheit und so weiter stimmen alle genau. Das musste genauer programmiert werden. Solche Abweichungen wären jedem bald aufgefallen. Und Seifenblasen oder Salzkristalle, nun, wer achtet schon darauf? Glauben Sie mir, es gibt keine andere Erklärung. Es scheint alles beängstigend stichhaltig zu sein. Aber zum Glück kann ich Sie widerlegen. Glauben Sie nicht, dass man einen solchen Simulationsversuch Tag und Nacht beobachten würde? Man hätte Ihre Aktivitäten längst bemerkt und irgendwie eingegriffen. Nicht unbedingt. Möglicherweise kann man uns nicht dauernd beobachten oder die Experimentatoren wollen die Sache absichtlich treiben lassen, um zu sehen, was passiert. Ich weiß es einfach noch nicht. Noch nicht. Was könnte denn der Zweck einer solchen Simulation sein? Will man unsere Arbeitskraft als Wissenschaftler so besser ausnutzen? Wenn dieser Irrsinn wahr wäre,
dann könnten wir gar nichts tun. Wir wären im Simulator jeder Manipulation von außen völlig hilflos ausgeliefert. Wenn wir brav an unserer Aufgabe weiterarbeiten, okay. Wenn wir damit fertig sind oder nicht spuren, dann können uns diese Verbrecher einfach abschalten. Wir müssen herausfinden, was mit uns geschehen ist, bevor man uns gesagt hat, wir würden zur Nirvana übergesetzt. In der Nacht davor Nirvana. Muss... Gordon, ich glaube, wir sind wirklich nicht an Bord der Nirvana. Wir sind im Nirvana. Eigentlich im Nichts. Wir sind nach wie vor selbstständige Individuen, wenn auch in einem anderen Sinn, als diese Worte sonst benutzt werden. Wir können immer noch frei handeln. Frei handeln? Wir sind ja hier im Simulator noch viel weniger handlungsfähig als ein armamputierter Taubblinder und an den Rollstuhl gefesselter Querschnittsgelähmter. Wir sind total machtlos. Genau das trifft eben nicht zu. Und ich habe sogar schon eine recht passable Idee, wie ich herausfinden kann, ob meine Vermutungen wirklich zutreffen. Wir haben gerade einen neuen Landverbindungsmann bekommen. Einen neuen Kommunikator? Ja. Ich selbst habe zwar bisher noch nicht mit ihm gesprochen, aber Kramer, der hat es mir erzählt. Und wenn ich recht habe, dann müsste der ja in der wirklichen Welt außen sitzen und Bescheid wissen. Wenigstens teilweise. Und Sie meinen, dieser... Van Leuben heißt er. Dieser Van Leuben würde Ihnen alles erzählen. Bereitwilligst. Vielleicht muss er. Jedenfalls, wenn ich ihn das nächste Mal am Videofon spreche, dann werde ich... Ah, Sie sind Professor Gordon Feldman, stimmt's? Ich kenne Sie von den Fotos her. Ja, ich bin Gordon Feldman. Und Sie sind unser neuer dritter Kommunikator. Ja, mein Name ist Jens van Leuben. Ich lese Renoir ab. Was gibt's, Professor? Bitte hören Sie jetzt genau zu, was ich Ihnen sage, van Leuben. Es ist sehr wichtig. Ist eigentlich Ihr Videobild scharf? Sehen Sie mal genau hierher. Können Sie das erkennen? Sehen Sie genau hierher. Es ist wichtig, dass Sie das erkennen. Es ist ein Kristall. Ein glänzender Kristall. Sehen Sie, wie hell er glänzt. Er blendet Sie, van Leuben. Ihre Lider werden schwer. Sie blinzeln, van Leuben. Ihre Augen fallen fest zu. Sie fühlen sich warm und geborgen in ihrem Konturensessel. Sie schlafen jetzt ein. Aber sie hören immer noch meine Stimme. Sie hören genau zu, was ihnen meine Stimme sagt. Van Leuben, sie schlafen jetzt ganz fest. Sie können mich aber gut verstehen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Und Sie werden zuhören und mir diese Fragen beantworten. Sagen Sie mir, van Leuben, ist dies hier das Tiefsee-Groß-U-Boot Nirvana? Oder sind wir in Wahrheit woanders? Sie sind nicht in einem U-Boot. Sie sind in Wahrheit... In Wahrheit sind Sie... Wir sind simulierte Strukturen in einem Computer. Ist das die Wahrheit? Ja, das ist wahr. Welches Datum und welche Uhrzeit haben wir jetzt? Es ist 19.15 Uhr, der 26. Oktober 1996. Also über ein halbes Jahr. Erzählen Sie mir, wie es dazu kam, dass wir simuliert wurden. Hat man unsere Originale nachträglich unterrichtet? Ich weiß auch nicht alles. Ich kam nur zum Projekt, weil meine Schwester Frau von Direktor Morton ist. Man hat mir erzählt, sie alle hätten einen Unfall gehabt. Das war Ende März, hat Müller mir gesagt. Unfall? Wieso sollten wir einen Unfall gehabt haben?
Van Leuben, wie wurden unsere Hirnstrukturen analysiert? Wo sind unsere Originale? Reden Sie. Originale? Ach so. Ich habe nichts gewusst, bevor ich... Ich habe erst hinterher erfahren, dass Renoir, mein Vorgänger, einen Nervenzusammenbruch gehabt hat. Ich dachte, in dieser Situation, es sei das Beste für Sie alle, wenn ich habe dauernd überlegt. Van Leuben, bleiben Sie ruhig. Berichten Sie bitte der Reihe nach, wie kamen Sie zu diesem Projekt? Und was hat man Ihnen erzählt? Sicher wissen Sie über Ihre Aufgabe bei uns schon Bescheid. So ungefähr, Dr. Müller. Ich soll Kommunikator sein. Verbindungsmann zwischen dem Wissenschaftlerteam in diesem Simulator und der Außenwelt. Stimmt. Haben Sie über die Simulation schon etwas Genaueres erfahren? Nur, dass es sich um die verunglückten Wissenschaftler handelt. Man hat ihre Gehirne gleich nach dem Unfall eingefroren und analysiert. Und nun sitzen sie also in diesem komischen Simulator und dürfen nichts davon merken. Ach so, ja, natürlich, ihr Schwager hat sie, wie ich sehe, schon recht genau informiert. Sagen Sie, wer ist denn eigentlich auf diese verrückte Idee mit dem künstlichen Jenseits gekommen? Nun, das Einfrieren der Gehirne geschah vorsorglich auf meine Initiative hin. Ich wusste aber damals noch nichts von Heinzers Heinze? Idee. Ist das nicht der frühere Assistent von Professor Rankovic, der irgendwie Krach mit ihm gehabt hat? Ja, Rankovic wollte am sibirischen Zentrum Denkmaschinen programmieren. Dazu musste er natürlich ganz von vorn anfangen. Herausfinden, was Denken eigentlich ist. Besonders schöpferisches Denken. Ja, da tappen unsere Neurokybernetiker und Psychosynthetiker noch ziemlich im Dunkeln. Heinzer ging das Problem von einer ganz anderen Richtung an. Er begann seine Experimente mit Mäusegehirnen, versuchte sie von außen zu analysieren. Das ging nicht, und so musste er die Mäuse töten und ihre Gehirne einfrieren. Man schliff dann eine hauchdünne Schicht nach der anderen ab und fotografierte die Querschnittsstrukturen nach einem speziellen Polarisationsverfahren. Und diese zigtausend Querschnittkarten, ließen die sich denn wieder zu einem funktionierenden Mäusehirn zusammenfügen? Es waren über 1 Million Schichtfotos. Sie wurden von einem automatischen Bildanalysator abgetastet, und aus diesen Daten baute ein superschneller Großcomputer ein genaues Analogon des Mäusegehirns auf. Und? Haben sich diese Simulate so verhalten wie echte Gehirne? Heinzer und sein Team haben damals leider nichts mehr veröffentlicht, wollten aber bestimmt als nächstes mit menschlichen Gehirnen und Umweltsimulationen weitermachen. Bei den Mäuseversuchen hatte man noch mit künstlichen Körpern gearbeitet. Immerhin, erstaunlich, dass Sie es überhaupt so schnell geschafft haben. In den 6 Monaten seit dem Unfall, meine ich. Sie hatten ja wohl nur die spärlichen Veröffentlichungen über Heinzers Mäuseexperimente. Ja, natürlich. Und dann noch die Mitarbeit von Professor Rankovic, Heinzers früherem Chef. Ach ja, ich vergaß. Der ist ja vor 2 Jahren zu uns herübergekommen. So, hat er jetzt seine Denkmaschinen aufgesteckt und sich hier beteiligt? Auch er musste einsehen, dass Heinzers Weg eleganter war als sein eigener Ansatz. Es ist nun mal leichter, sich die millionenjährige Evolution des menschlichen Gehirns direkt zunutze zu machen, als erst mühsam die Grundlagen höherer Denkprozesse zu erforschen, um sie dann nachzuahmen. Na, Sie werden sicher auch noch von der Faszination dieser genialen Idee erfasst werden, wenn Sie länger dabei sind. Ich bin sehr auf meine Aufgabe gespannt. Das glaube ich gerne. Und daher möchte ich Sie nun auch nicht länger mit Grundsatzdiskussionen aufhalten, sondern Ihnen einen Überblick über Ihre Tätigkeit als Kommunikator. Sie werden also zunächst... Was war das für ein Unfall, von dem Sie da erzählen? Angeblich eine Vergiftung durch ausgeströmtes Kühlgas. Nachts im Ausbildungszentrum. Man hat ihre Einäscherung in der Holovision übertragen. Ja, und ihre Angehörigen waren dabei. Andrea. Es war kein Unfall, heute bin ich sicher. Man hat sie getötet. Alles war lange vorbereitet, um ihre Arbeitskraft ausbeuten zu können. Ein simuliertes Gehirn kann bis zu 30 Mal schneller arbeiten als ein natürliches. Ihre Zeit im Simulator läuft darum meist viel schneller ab. Sie arbeiten in einer Stunde so viel wie normalerweise an einem Tag. Daher konnte man es auch nicht andauernd beobachten. Es ist ein guter Nutzungsfaktor. Das ist schrecklich. Und man kann sie ja auch beliebig oft kopieren. Ihre ursprünglichen Hirnstrukturen sind auf Holofilm gespeichert. Man kann sie so jederzeit wieder neu in den Simulator einspeichern, um ihnen neue Aufgaben zu stellen. Sie können von all dem ja nichts merken. Das ist teuflisch. Man hat uns zu Denkmaschinen gemacht, aber wir sind keine Maschinen. Noch nicht ganz. Wir fühlen uns jedenfalls nicht so. Man hat sie... Na, man ruhig, hat sie doch... Ruhig, Van Leuten.
Bleiben Sie ruhig. Sind wir wirklich tot? Wer weiß davon? Wenige. Morten weiß es, Müller hat es mit eingefädelt. Einige Helfer müssen auch eingeweiht worden sein. Die meisten wurden benutzt, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckte. Ich glaube, Morten und Müller wollen sich einen großen Anteil der Regierungsmacht zuschanzen. Warum vielleicht haben sogar Sie wollen Sie noch diese schreckliche Schweinerei unternommen, Van Leuben? Wie ich merke, scheinen Sie wirklich Skrupel zu haben. Ich dachte, es wäre das Beste, Sie da drin im Simulator nichts merken zu lassen. Ich habe eine Idee. Einen Plan. Ich werde jetzt bis drei zählen. Bei drei schnippe ich mit den Fingern und Sie sind wach und fühlen sich frisch. Sie werden sich an alles erinnern können, was wir jetzt gesprochen haben. Also, eins, zwei. Sie sind wach. Das war sehr geschickt von Ihnen, Professor Feldmann. Sie vertrauen mir jetzt? Sie haben Ihre Meinung eben nicht verbergen können. Darum glaube ich Ihnen. Wir müssen jetzt schnell handeln. Ich habe mir schon vorher einen Plan ausgedacht. Den muss ich ja zwar jetzt etwas abändern, weil ich von unserer Tötung erfahren habe. Also, Van Leuben. Wie viel mal schneller läuft die Zeit hier bei uns im Simulator ab, als draußen bei Ihnen? Das wissen Sie auch? Davon habe ich Ihnen ja eben in der Hypnose... Aber die Idee mit der Simulation, wie sind Sie denn darauf eigentlich gekommen, Professor? Das erzähle ich Ihnen ein andermal. Jetzt müssen wir uns beeilen. Also, wie viel schneller läuft die Zeit hier drinnen ab? Maximal 30-faches Tempo, wenn auf keinem der Kanäle nach außen gesprochen wird. Dann muss nämlich auf Zeitmaßstab 1:1 umgeschaltet werden. Achso, natürlich, ja. Sonst würden Sie uns auf den Videofonen ja 30-fach verlangsamt erscheinen. Ja, genau das... Ich beschreibe Ihnen jetzt meinen Plan. Sie müssen innerhalb der nächsten zwei Tage... Das wäre also über 5 Wochen von hier aus im Simulator gesehen. Meine Frau Andrea treffen. Verabreden Sie sich mit ihr in einem Café oder sonst an einem unauffälligen Ort. Bitten Sie meine Frau, sie möchte Charles Antonio Colombini zu dem Treffen mitbringen. Colombini ist Journalist und ein alter Freund von mir. Oder soll ich sagen, war. Ich lebe doch noch, verdammt. Sonst wäre mir das doch alles völlig gleichgültig. Ich lebe und ich will meine Menschenrechte zurück und diese kriminellen Sadisten sollen dafür büßen. Also weiter. Sie werden dann meiner Frau sagen, sie möchte vor 7, noch 5 Minuten. Hoffentlich hält sie ihr Versprechen. Na, dann mal los. Team Nirvana, Jegorova hier. Oh, sie sind's von Leuten. Ja, erstaunlich, dass Sie meinen Namen so gut behalten haben, Miss Jegorova. Wo wir uns doch nur einmal vor über einem Monat gesehen haben. Würden Sie mir bitte Professor Feldmann ans Videofon holen? Ja, einen Moment, es dauert nur 2 Minuten. Gordon, die Verbindung ist hergestellt, Van Leuben ist am Videofon. So lange will ich nicht warten. Also Tempo 1:8. Ja, praktisch ist das ja für uns hier draußen. Ach Gordon, da bleibt nur noch festzustellen, dass es jetzt soweit ist. Ich gehe nach draußen. Also, hab mich ganz. Ich bin niemand. Hallo. Hallo, Van Leuben. Natascha ist gegangen. Ich bin allein im Videofonraum. Vermutlich ist es soweit. Ich habe jetzt 38 Tage gewartet. Ja, es geht los, Feldmann. Hier draußen sind nur gut 2 Tage vergangen. Ich konnte wirklich nicht schneller. Schon gut. Was hat meine Frau zu der Sache gesagt? Sie hat mich erst für einen Verrückten gehalten. Es war gut, dass dieser Colombini dabei war. Er verstand ein wenig von Computern und Neurologie. Ja, er hat mir ein paar populärwissenschaftliche Serien für die Eurofax geschrieben. Und... Hat er Sie überzeugt? Auch er war sehr skeptisch, aber er wäre kein Journalist, wenn er nicht wenigstens Interesse für meine Geschichte gehabt hätte. Ihre Frau wiederholte immer wieder, dass sie doch, ich meine, dass sie ihre Leiche gesehen hätte und, naja, bei ihrer Einäscherung dabei gewesen wäre. Doch gemeinsam konnten Colombini und ich sie wenigstens herumkriegen, dieser Verabredung zuzustimmen.
Sie müssten jetzt in Ihrer Wohnung bereit sitzen. Tonio hat sein Bandgerät dabei. Meinen Sie, Colombini würde sich diese Aufnahmen entgehen lassen, wenn er nur die geringste Chance sehe, dass meine Geschichte stimmt? Er hat sogar zwei Bandgeräte mitgebracht, um sofort diese Aufnahmen in doppelter Ausführung zu haben. Typisch Tonio. Das sollte also klappen. Und die Leitung? Haben Sie eine abhörsichere Leitung nach draußen geschaltet? Ja, ja, es ist jetzt gleich 7. Müller kommt nie vor 8:30 in sein Hauptbüro. Ich habe die Sache so eingerichtet, dass ich von hier aus über Müllers Code-Automatik einen Top-Secret-Kanal direkt ins Hauptnetz habe. Natürlich nur Audio. Video geht nur über Ringleitungen innerhalb der Administrationskomplexe. Aber so ist es wenigstens Top-Secret und das muss es schon sein, sonst ist das Abhörrisiko viel zu groß. Was ist übrigens mit der Regierung? Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt finden können, ob die Regierung dieses Verbrechen wirklich nicht doch billigt? Ich glaube nicht, Professor. Ein guter Freund von mir sitzt an ziemlich hoher Stelle im Büro für Internes. Und er hätte davon wissen müssen. Was? Haben Sie ihm etwa von dem Simulator erzählt? Nein, natürlich nicht. Ich habe es auf die indirekte Tour gemacht. Er weiß nichts. Außerdem hätte sowas die Regierung als Ganzes niemals mitgemacht. Aber, Professor, wir müssen jetzt anfangen. Es ist sowieso alles schon zu weit gediehen. Haben Sie etwa die Dokumente schon gestohlen? Nein, 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 so dumm bin ich nur auch nicht. Das kommt natürlich erst, wenn die Aufnahme unter Dach und Fach ist. Entschuldigen Sie, aber allmählich werde ich mit dem, was ich weiß, alleine nicht mehr fertig. Selbst den Kollegen hier fällt das schon auf, weil ich kaum noch arbeiten kann. Ja, ja, schon gut. Es ist jetzt 7, ich rufe durch. Eine Sekunde, der Code wird erst x-mal geprüft. Zentral 6 AQ. Wer spricht bitte? Van Leuben hier. Wie geht es, Mr. Colombini? Tonio Colombini, hier. Ich habe die Dinge erledigt. Was macht Ihr Magen? Ich habe gut geschlafen, wenn Sie das meinen. Also los, genug der Einleitung. Schalten Sie ein, Tonio. Ist längst geschehen, Band läuft. Ich gebe Ihnen jetzt Andrea. Andrea Feldmann hier. Nun machen Sie schon, Van Leuben, damit wir es hinter uns bringen. Ich glaube Ihnen sowieso keineswegs mehr als gestern im Café. Geben Sie mir deshalb jetzt bitte meinen... meinen angeblich noch lebenden Mann. Hier bin ich, Andrea. Hier spricht Gordon. Ich habe euch die ganze Zeit schon zugehört. Andrea, du musst glauben, was Van Leuven dir erzählt hat. Das ist für mich und für uns alle hier im Simulator entscheidend. Man könnte sogar sagen, es entscheidet über Leben und Tod. Aber das ist doch... Das ist ein Trick, irgend so ein... Gordon... Du bist doch tot. Ich meine, Sie können nicht Gordon sein. Andrea, bitte, bitte. Nimm nur erst einmal an, ich sei Gordon, dein Mann. Bitte, rede mit mir, wie du immer mit mir geredet hast früher. Glaub mir, es ist für mich auch nicht leicht so. Ich muss versuchen, dir zu beweisen, dass ich dein Mann bin. Du musst mich wiedererkennen und Van Leuven glauben. Gordon. Gut. Ich will dich jetzt so nennen. Ich tue, was du sagst. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihnen glaube. Ich kenne dich doch. Ich habe deinen toten Körper gesehen, dein Gesicht. Was Van Leuven erzählt, ist mir zu abstrakt. Ich kann mir kaum vorstellen, wer oder was du jetzt bist und wie du lebst. Ob man das überhaupt Leben nennen kann, vorausgesetzt, alles stimmt. Nein, lass uns darüber jetzt nicht reden, Andrea. Wenn alles gut geht... werden wir dazu später noch Gelegenheit haben. Nur so viel zu meiner, zu unserer Situation hier im Simulator. Sicher bin ich im normalen Sinn des Wortes tot. Der Gordon, den du auch körperlich geliebt hast, ist vor über 6 Monaten ermordet worden. Damit man ihn als Wissenschaftler besser und viel rationeller ausbeuten kann. Aber ich bin dennoch Gordon Feldmann. Subjektiv hat sich für mich nichts geändert. Ich habe schon ein paar Wochen hier in diesem sogenannten Tiefsee-Groß-U-Boot Nirvana gelebt, ehe mir Kleinigkeiten in meiner Umgebung auffällig erschienen und ehe ich dann die Wahrheit herausgebracht habe, wie es dir Van Leuven wohl schon zu erklären versucht hat. Meine Gehirnstruktur, mein Geist, wenn du willst, meine Seele, ist eine identische Kopie von der deines Mannes Gordon. Daher fühle ich mich als Gordon. Ich bin es. Und... ich lebe. Ich will weiterleben und nicht nach getaner Arbeit ausgeschaltet, das heißt nämlich getötet werden. Verstehst du das? Ja, schon, aber wenn du Gordon bist, dann,
dann müsstest du von Dingen wissen, die nur uns beiden bekannt sein können. Ja? Daran müsste ich dich unwiderleglich erkennen. Ja, genau das soll jetzt unser Ziel sein. Gut, gut, dass du es nun selber so klar siehst. Also konzentrieren wir uns jetzt darauf. Du stellst mir am besten Fragen und ich werde mich erinnern. So ist Manipulation völlig ausgeschlossen. Also frag mich aus. Was soll das? Warum soll ich in einigen Minuten den Beweis erbringen, ob du wirklich Gordon bist? Warum können wir uns nicht eine ganze Stunde lang unterhalten? Dann wüsste ich es bestimmt. Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, Frau Feldmann. Ich habe Ihnen das doch schon gestern genau erklärt. Haben Sie es wieder vergessen? Eine Top-Secret-Leitung wird nie länger als ein paar Minuten benutzt. Dauert es länger, wird automatisch eine Mithörabteilung der Abwehr eingeschaltet. Die genaue abhörsichere Benutzungsdauer ist nur dem primären Benutzer bekannt. Also wir gehen ein verdammt großes Risiko ein, entdeckt zu werden, bevor unser Plan ausgeführt ist. Bitte lassen Sie uns um Himmels Willen schnell machen. Gut, ich weiß jetzt eine Frage. Gordon, was für ein Kleid hatte ich am 17. August letzten Jahres morgens angezogen? Warum und was war damit? 17. August, am 15. habe ich Geburtstag, also zwei Tage danach, das muss ein Montag, Samstag hatte ich Geburtstag, natürlich. Gregor und Simon waren aus Sydney gekommen, direkt mit dem Mach 2. Das war eine große Fete und, natürlich, Simon hatte ein grün-blaues Hosenkleid an, große Mode in der Barriere-Meeressiedlung, ganz Undine. Und ja, ich habe davon so geschwärmt. Am Montag hattest du das Kleid an, das heißt mit Variationen nach deinem Geschmack. Du musstest wegen der Tiefbohrproben nach Spitzbergen. Und an dem Morgen hattest du das Kleid an. Du hast es dann absichtlich dagelassen, als du nachmittags nach Oslo geflogen bist. Du hast noch gesagt, dass du bald zurück wärst. Ja, weil du das Kleid doch nicht erst ausführen wolltest, wenn die Maritimmode schon überall passé wäre. Und tatsächlich warst du drei Tage vor Ablauf deines Vertrages wieder zu Hause. Ich sehe noch dein Gesicht, als ich dir sagte, ich habe das Kleid aus Versehen mit dem anderen Zeug in den Klinomaten gegeben. Gerade als wir bei der Harmsdorfer Gruppe eingeladen waren. Du musst Gordon sein. Die Sache war zu trivial, als dass man... Gordon, ich glaube dir, ich werde dir helfen. So banal alle diese Dinge sind, aber Andrea, das kann kein Zweiter wissen. Ich möchte länger, aber ich weiß, es geht jetzt nicht. Ich will aber später noch mit dir reden und daher helfe ich dir. Andrea, Van Leuven hat dir wohl gesagt, dass keine Chance besteht, dass wir je wieder zusammenkommen können. Wir leben in zwei getrennten Welten. Aber wir können wenigstens noch miteinander reden. Und es gibt dich noch. Du bist nicht ermordet worden. Und ich will dafür sorgen. Ich meine, mithelfen, dass deine Existenz, deine zweite Existenz in diesem Simulator nicht einfach beendet wird. Wenn du deine Arbeit beendet hast und nicht mehr in der Gewalt dieser Verbrecher bist. Ich möchte, wenn das geht, so will ich dazu beitragen, dass euer Simulator erweitert wird und ihr ein sinnvolles, nicht beengtes Leben führen könnt. Ja, und es müssen Kontrollen eingeführt werden für den Simulator, damit mit ihm nicht beliebig herummanipuliert werden kann. Es müssen Simulatorgesetze geschaffen werden. Ihr müsst die vollen Menschenrechte erhalten, denn ihr seid nicht nur abstrakte Computerprogramme und Strukturen, ihr seid Menschen. Die Planer dieses Simulators haben zu gut geplant. Wenn wir es schaffen, scheitern die an ihren eigenen Schwächen. Sie konnten keine Denkmaschinen programmieren, noch nicht. Sie mussten Menschen simulieren, weil sie dadurch schneller zum Ziel zu kommen hofften. Aber sie haben die menschliche Freiheit, Neugier und das Bedürfnis nach Selbstständigkeit nicht unterschlagen können. Sonst hättest du das alles nie herausgefunden, Gordon. Ja, danke, das genügt einstweilen. Es ist zwar kein hundertprozentiger Beweis, aber die Aufnahme wird ein weiteres Indiz sein und unterstützt durch meine Aussage... Und Ihre Dokumente, vergessen Sie die nicht. Wenn es klappt, ja, dann haben wir auch noch schriftliche Beweisstücke. Also, ich unterbreche jetzt. Wir werden uns vor dem kritischen Punkt nicht mehr sprechen. Schicken Sie das Band an die angegebene Adresse, Colombini. Sie werden dann hoffentlich aus dem Innenministerium von mir hören. Na, endlich, Professor. Wieso hat es so lange gedauert? Ich habe sofort Natascha Jegorova gesucht und hierher zu dem Videofon mitgebracht, als ich von ihrem Anruf erfahren habe. Es ist doch soweit, oder? Nein, es ist noch nicht vorüber. Man hat mich nochmal hierher zurückgeschickt. Ich soll das Schlimmste verhindern. Das Schlimmste? Wieso? Ja, wenn Morton und seine Leute von der Verhaftung Minuten zu früh Wind bekommen, dann... Das ist schon passiert. Was ist passiert?
Die haben den Strom abgeschaltet und das Notstromaggregat auch. Aber ich hatte eine Notschaltung über die Lichtleitung vorbereitet. Die hat sich eben eingeschaltet. Hoffentlich mach nicht schnell mit der Verhaftung. Ja, aber was soll denn das mit dem Notstrom? Werden wir denn nicht ohne Strom nur zeitweise abgeschaltet? Das ist es doch. Der Simulator ist ein kombinierter Laser-Josephson-Kryo-Computer. Beim Versagen der Stromversorgung wird alle Information in Sekundenbruchteilen gelöscht. Wir wären ausgelöscht. Ja, tot. Ja, und Sie könnten nicht mehr aussagen. Aber Gordon, Sie sagten doch, dass unsere Hirnstrukturen zwecks weiterer Verwendung sicherlich auf Festspeichern außerhalb des Computers gespeichert sind. Auf Magnetbändern oder so. Die können Sie doch nicht so schnell löschen. Die Polizeiaktion ist bestimmt. Das sind doch unsere Hirnstrukturen vor all diesen Ereignissen hier drauf. Selbst wenn man die aktivieren würde, die Nataschas und Gordons, die dann zum Simulatorleben erweckt würden, wären gerade aufgewacht, vor dem Übersetzen in das angebliche Tiefsee-Großobot Nirvana. Sie hätten ihren Arbeitsauftrag noch nicht und sie wüssten nichts vom Simulator und all dem, was wir jetzt getan haben. Es wären nicht wir. Wir wären tot. Das wären neue Abbilder unserer selbst. Ja, und außerdem hätte sich der Einsatz für ein paar tote Strukturen auf Festspeichern nicht gelohnt. Ja. Sie sollen doch weiter existieren, nicht neue Kopien ihrer früheren Persönlichkeiten. Übrigens ist es jetzt vielleicht schon überstanden, der Hauptstrom ist wieder da. Und wo ist meine Frau? Wo ist Tonio? Die warten in Colombinis Wohnung ab, bis ich anrufe. Sie sind nicht mit zum Büro für Internes gegangen. Na klar, keiner konnte wissen, ob die dort wirklich ahnungslos waren. Sie hätten andernfalls ja alle Zeugen auf Moment bitte, Moment. Ich hoffe, das ist Brandner. Dann ist alles okay. Ja? Van Leuven hier. Kommunikator Raum 3. Wer? Auch er sagte, es sei nicht einzusehen, wieso Androiden nicht auch in gewissen Zweigen des Dienstleistungssektors verwendet werden. Warum ruft er denn nicht an? Es ist 10:45. Andrea, du musst Geduld haben. Vielleicht muss er Ihnen erst einige notwendige technische Details zeigen, damit Sie den Simulator zunächst einmal reibungslos weiter betreiben können. Van Leuven ist ganz bestimmt der Richtige. Wenn Sie doch nicht rechtzeitig eingreifen konnten und Mortens Leute... Den Simulator noch vorher abschalten, um Spuren zu verwischen. Die wissen doch, wann Feierabend ist. Was hätten Sie denn erreicht? Die Holofilme mit den ursprünglichen Hirnstrukturen können die niemals schnell genug vernichten. Und schon das würde Sie reinreißen. Und denkt doch nur an die Pläne und schriftlichen Anweisungen, die dort vorliegen müssen. Nein, nein. Die vielen Mitwisser, da kann wohl kaum noch jemand seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Ach, Tonio, wenn aus Gordon doch... Aus Anlass unterbrechen wir den Still, Bericht. Sieh mal. Soeben erhalten wir eine Quickfax-Meldung von ENA, wonach es angeblich dem Büro für Internes gelungen ist, eine aktive Verschwörergruppe in höchsten Kreisen des Büros Was? Für Fortschritt und kontrolliertes Wachstum Verschwörergruppe? Es soll zu Schießereien in einem Gebäude des BFKW gekommen sein, das anschließend von Sicherheitschef Brandners Einsatzteam besetzt wurde. Unter den Toten soll sich auch der diesjährige Träger des Meadow-Preises, Forschungsdirektor Morten Barrera... Morten tot? Hier. Und der Simulator? Davon weiß noch kein Faxreporter was. Weitere Einzelheiten sollen in einem Kommuniqué des Innenministeriums morgen Vormittag mitgeteilt werden. Bis dahin... Das ist er. ...mit unserem Filmbericht fort. Hallo? Van Leuven? Bitte schalt die Hovi ab, Tonio. Ja. Ja, ich warte. Ja? Endlich... Was ist mit... Oh, mein Gott. Und ich hatte schon befürchtet... Selbstmord? Schalt doch den Adapter ein. Nach links. Ja. Aber er hatte sich schon eingeschlossen. Er hat noch versucht, Müller anzurufen, aber die Zentrale hatte Brandner zuerst besetzt. Morten lebte noch, als die Tür gesprengt wurde, aber er hatte schon auf eine Nekrosynapsin-Ampulle gebissen. Es war schnell aus. Das Schlimmste war ein Feuer im Westflügel, das jemand im Archiv ausgelöst haben muss. Die Holofilme sind wahrscheinlich zum Teil beschädigt, aber der Simulator läuft. Jetzt im gleichen Tempo wie unsere Zeit. Also 1:1. Der Simulator ist wichtiger als die Holofilme mit den ursprünglichen Gehirninformationen. Das waren tote Muster auf Film, aber Feldmann und die anderen im Simulator, die leben. Ja, das ist eine schwierige Frage, die wir jetzt nicht so schnell entscheiden sollten. Auf jeden Fall scheint jetzt für die Sims das Schlimmste vorbei zu sein. Sims? Ja, man nennt die simulierten Menschen jetzt so. Eine neue, nicht biologische Menschenart also, bestehend aus knapp 2 Dutzend, wie sagen Sie, Sims? Ja, es wird auf die Dauer wohl kaum bei den 2 Dutzend bleiben, es werden mehr werden. Aber es wird jetzt doch keine Morde mehr geben können. Und freiwillig? Freiwillig will doch niemand so eine manipulierbare, ausgelieferte Existenz in dieser Nebenwelt leben. Ich glaube nicht, dass die so ausgeliefert und manipulierbar bleiben wird.
Es wird hier schon von strengen Kontrollen geredet, von schwierigen Verhandlungen zwischen den Großbündnissen. Die anderen haben vielleicht auch schon Sims. Sogar von Schutz für Sims vor Missbrauch und Manipulation aller Art hört man. Und dann werden sich bestimmt einige todkranke Mitglieder unserer Oberschicht, Politiker oder Unternehmer zum Beispiel, darum reißen, nach ihrem physischen Tode als Sim weiterzuleben. Es gibt ja irrwitzige Komplikationen. Es könnte also ein toter Politiker als Sim weiterhin ein Ministerium leiten oder der längst tote Vater eines reichen Sohnes als Sim weiterleben, sodass der Sohn nie zu seinem Erbe kommt. Und mein Mann? Ich meine, Gordon, sind wir denn jetzt weiter legal verheiratet, obwohl ich ein halbes Jahr Witwe war? Ich kann nein, doch nicht... Nein, ich glaube kaum, dass die Sims in jeder Weise die Rechtsnachfolger ihrer toten Originale sein werden. Aber über all diese Fragen, auch über eine zukünftige Ausgestaltung und Erweiterung der Sim-Welt, werden sich sicherlich in nächster Zeit Hunderte von Anthropologen, Juristen, Psychologen und viele andere Gedanken machen müssen, damit wir irgendwie all diese neuen Probleme in den Griff bekommen können, wenn wir das je schaffen. Wie ist das eigentlich, Van Leuven? Wissen jetzt auch die übrigen Sims, ich meine die anderen Wissenschaftler außer Gordon und dieser Natascha Jegorova, schon von ihrem Schicksal? Ich nehme an, dass Gordon und Natascha gerade dabei sind, ihnen alles zu erklären. Ich selbst bin länger nicht mehr in einem der Kommunikatorräume gewesen. Ich helfe den Leuten hier ein bisschen bei der Aufklärung dieser Affäre. Affäre? Da entsteht ein neues Universum im Universum. Eine zweite Welt. Mit unserer nur durch Kommunikationskanäle und elektrische Leitungen verbunden. Ein neuer Zweig der Menschheit entsteht. Und Sie nennen das eine Affäre? Tja, das alles ist längst keine Affäre um die Ausbeutung des Geistes durch ein paar machthungrige Politiker mehr. Das ist tatsächlich ein neuer Aufbruch ins Unbekannte. Ja, stimmt. Ein Aufbruch. Wenn Gordon auch eigentlich lieber einen Ausbruch versucht hätte. Zurück in unsere Welt, wo es biologisches Leben gibt. Oder sollte das auch nur eine Täuschung sein? Vielleicht ist auch unser ganzer Kosmos in gewissem Sinne ein riesiger Simulator. Ein Weltexperiment. Wir würden das ja niemals merken. Außer wenn es beabsichtigt wäre. Mhm. Materie und Energie wären dann, von außen betrachtet, nur Mengen von Informationen in einer Art Weltcomputer. Alle Kräfte, Wechselwirkungen und Abläufe einfach Folgen des Simulatorprogramms. Ja. Und die Regeln, die dieses Programm festlegt, das wären unsere Naturgesetze. Ausbruch von Heinz-Joachim Frank. Es sprachen Gordon Feldmann, Gerd Baltus, Natascha Jegorova, Cornelia Boje, Direktor Morten Barrera, Gerd Tellkamp, Dr. Müller, Heinz Jörnhoff, Jens van Leuven, Peter Rogisch, Antonio Colombini, Hermann Treusch, Andrea Feldmann, Ingrid Birkholz, Nachrichtensprecher Jochen Nix und Simon Rühack. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1973. Heute in einer Woche schickt der Autor Tom Peukert seinem Privatdetektiv Frank Doberschütz eine Besucherin aus der Vergangenheit. Im Gegensatz zu Frank hat Barbara Fischer Karriere gemacht, nämlich bei der Staatssicherheit der DDR. Nun steht sie mit einem Koffer voller Geheimpapiere bei ihm vor der Tür, ist am nächsten Tag aber gleich wieder verschwunden, ohne den Koffer. Was soll Frank nun mit den hochbrisanten Dokumenten anstellen? Doberschütz und der Krieg der Generäle. Am 29. April um 0:05 Uhr.